Konzeption und Planung im Neubau oder auch bei einer Renovierung. Und das ist das, was wir euch heute hier so ein bisschen nahebringen wollen, dass wir vernetzt denken müssen, dass wir nicht mehr so in diese Kategorien Heizung, Lüftung, Beleuchtung denken. Eine intelligente Vernetzung in einem Gebäude findet statt, wenn Sie dem Gebäude ein Rückgrat geben, eine Datenstruktur, diese Infrastruktur, von der du vorher gesprochen hast, diese 10% mehr. Und wenn Sie da Ihre Komponenten einbinden können, und zwar selbstbestimmt mit Ihren eigenen Parametern, die Sie im Planungs- und Konzeptionsprozess mit Ihrem Partner besprechen, dann wird es eine intelligente und smarte Lösung. Wenn wir heute neu bauen, müssen wir vernetzt bauen. Von Anfang an müssen wir die Vernetzung konzipieren und planen. Und wir wollen uns jetzt gar nicht auf irgendein herstellerabhängiges System einschießen, sondern das Wichtige ist, dass es herstellerunabhängig ist, dass wir alles miteinander vernetzen und verbinden können. Wenn ich nicht smart bin, werde ich sie zukünftig nicht hochwertig verkaufen können. Ich erfasse die Daten und integriere dann diese Daten, die ich da sammle, in ein gesamteinheitliches System, was dann eben abhängig von den jeweiligen Parametern reagiert. Neben dem Komfort soll natürlich auch das Thema Emotion nicht zu kurz kommen. Letztendlich geht es darum, eine Wohlfühloase zu schaffen. Jeder kann für sein Bedürfnis, was er hat. Der eine mag den Donner vielleicht und mag das Blitzlicht, der andere mag es nicht. Der eine mag die Raumtemperatur bei 21 Grad, der andere bei 22 Grad. Nach den eigenen Bedürfnissen das Haus so anzupassen, ohne großartig an unterschiedlichen Parametern drehen zu müssen. Jetzt komme ich aus irgendwelchen Gründen 2-3 Tage eher wieder aus dem Urlaub, kann immer mal was sein. Dann kann ich schon von unterwegs meine Heizung entsprechend hochfahren, hab's dann warm und muss nicht in das kalte Haus rein. Mhm. Das sind alle solche Faktoren, die in der heutigen Zeit das Thema immer wichtiger machen. Wir sind in keinen Insellösungen mehr verhaftet, sondern wir bauen vernetzt. Das Thema Sicherheit ist ja, glaube ich, das, auch warum sich viele Leute für ein Smart Home entscheiden. Wir haben den Komfort haben wir jetzt schon beschrieben. Wir haben Erlebniswelten im Haus, die wir abrufen per Szenen. So, und jetzt, was ist mit der Sicherheit? Wir haben ein Offline-System. Das heißt, wir brauchen keine dauerhafte Internetverbindung. In der Regel ist es so, im Smart Home hat man eine ganze Reihe von Sensoren. Wir kriegen mit, hat sich denn an die Fenster oder an die Türen überhaupt was getan? Diese Bereiche, die wir hier haben, wir hatten heute früh noch andere Bereiche, lassen sich alle zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Aber das Ganze, im Gebäude reden wir nicht nur über Heizung, da reden wir über ein Erlebnisbad, da reden wir über Sicherheitskontrolle, Sicherheitszugang. Das wäre am besten zu sagen, wir konzentrieren uns nur auf unseren eigenen Bereich. Deswegen halten wir diese ganzen Systeme offen, um dann auch mit den unterschiedlichsten anderen Systemen dann kommunizieren zu können. Man muss weniger, an das Drumherum denken.